folgt eine Tröpfchenbewässerung. Ein spezielles Substrat bietet Nährstoffe. Das alles kostet zwischen 500 und 1000 Euro pro Quadratmeter. Aber, so Kilian Lingen, das ist es wert. Wenn ich Erholung suche als Mensch, geht eigentlich jedem so, dann gehe ich raus aus der Stadt und will ins Grüne. Ich möchte Grün spüren, sehen, erleben. Es ist kühler, es ist eine angenehmere Luft. Und wir sollten eigentlich dahin kommen, in unsere Zukunftsstädte, dass wir das in die Städte bringen, weil es ist möglich. Und das hier ansässige Unternehmen erhofft sich im nächsten Sommer auch einen Kühlungseffekt durch die Begrünung, die dann so aussehen soll. Denn die Pflanzenwände soll nicht nur ein besseres Lebensgefühl bieten, sondern, weil die Pflanzen abschütteln und Wasser verdunsten, auch kühlen. Ein Effekt, der in Zeiten des Klimawandels in den immer heißer werdenden Städten wichtiger wird. In Singapur setzt man darauf, in großen